Ich würde sagen, der Angriff ist zu Ende. Bob hat mit 23% komplett versorgt. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem kleinen neuen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich wie immer standardmäßig im Hintergrund mein Dorf, ihr wisst ja selber. Und ja, das Thema dieses heutigen Videos hatte ich ja gestern schon angekündigt gehabt, und zwar zeige ich euch heute mal die Friendly Challenge, den Freundschaftsangriff, wie es auf Deutsch heißt. Und zwar kam ja mit dem gestrigen Update, beziehungsweise dem vorgestrigen Update inzwischen schon, die Möglichkeit, seine Clan-Kameraden auf freundschaftlicher Basis anzugreifen, ohne Ressourcen zu bekommen, ohne Pokale zu bekommen, ohne Truppen zu verlieren. Also man kann es einfach nur spaßeshalber machen. Ich werde euch heute mal zeigen, wie es funktioniert. Und zwar habe ich da heute mal meinen zweiten Account zur Hilfe genommen. Wo haben wir ihn denn? Den Bob, hier ist er. Gehen wir ganz kurz besuchen nochmal. Mein zweiter Account, ihr wisst ja selber, Maxed Out Rathaus 8. Ich habe ihn hier direkt neben mir liegen, mit dem Handy verbunden. Heißt, ich werde jetzt gleich mit meinem ersten Account, mit meinem Mistkribbel, wie ihr in dem Hintergrund schon seht, eine Anfrage stellen, wie man es hier außen schon sieht. Und ich werde dann mit meinem Bob-Account meine jetzige Base angreifen. Ihr werdet es dann natürlich live sehen auf dem meinem Account. Und ich werde aber auf dem Handy angreifen. Aber ihr werdet es eben live sehen, weil ich mit dem Mistkribbel-Account dem Kampf live zuschauen kann. In dem Sinne werden wir mal anfangen. Und zwar klicken wir, wie gesagt, hier oben auf Herausforderung. Das ist jetzt ja vor 2 Tagen entstanden. Seit dem Update kann man hier oben draufklicken auf Herausforderung. Dann erscheint hier so ein Feld. Freundschaftsspiel. Kannst du mein Dorf schlagen? Da steht jetzt einfach sowas. Da könnte ich jetzt auch irgendwas anderes reinschreiben. Ist genau wie bei der Truppenanfrage. Ich könnte jetzt irgendwo hinschreiben, schlag mich, keine Ahnung, oder greif mich an, irgendwas, oder ich schreibe gar nichts rein. Juckt nicht, ist egal. Und zwar kann man hier links auf dem Bild, wo steht Layout wechseln, gehen wir mal drauf. Da haben wir jetzt alle 6 verfügbaren Bases, die ich in meinem Base Layouts habe. Und zwar habe ich ja 3 normale Bases. Und dann habe ich noch die 3 Clan-Kriegs-Bases. Da habe ich jetzt aber 2 noch nicht für Rathaus 11 umgestaltet. Die sind noch auf Rathaus 10 Stand. Deswegen habe ich eben nur 4 verschiedene hier am Angebot. Und ich könnte jetzt dementsprechend auch einfach eine auswählen, die ich jetzt nicht im Hintergrund aktiv habe. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, dass diese hier angegriffen wird oder diese, dann wähle ich die aus und man kann diese in dem Freundschaftsangriff dann angreifen. Also es ist nicht immer diese Base, die man gerade eben aktiv hat, wie gesagt. Aber ich will jetzt die Base, die ich derzeit aktiv habe, auch angreifen. Also lasse ich diese drin. Jo, wir tragen noch einen Text ein, am besten Bob, warte mal. Bob, hier haben wir es jetzt. Tragen wir so ein. Hier kann man jetzt noch Clankriegstruppen gleich mit der Anfrage anfordern. Brauche ich aber nicht. Ich werde es einfach so machen. Meine Clanburg ist, glaube ich, auch leer. Aber ich denke, mit Bob kann ich sowieso nicht allzu weit. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, wir drücken auf los. Ich muss jetzt gleich mit Bob mal den Angriff starten. Nicht, dass jemand anders den Angriff inzwischen macht. Und zwar drücken wir auf los. Wir nehmen die Anfrage an. Attack, hier haben wir es doch. Attack. Jetzt können wir hier unten hier sehen, live ansehen. Wir werden mal ein Stück rauszoomen aus der Sache. Mit dem Bob-Account habe ich jetzt schon. Ein Stück rauszoomen, genau. Hier oben sehen wir jetzt auch einen Zuschauer. Das bin in dem Fall wahrscheinlich ich, denke ich mal. Bin mir gerade nicht sicher, ob das noch ein anderer Teammate anschaut. Aber wir werden einfach mal angreifen. Ich werde mal von hier rechts unten angreifen. Ich habe natürlich sinnlose Truppen mit. Ihr seht es unten in der Ecke schon. Sinnlos. Ich habe überhaupt keine Chance eigentlich. Aber egal, wir machen einfach mal los. Das wird ein schwachsinniger Angriff, aber ist egal. Ich wollte es einfach nur zeigen, wie das so funktioniert, die ganze Geschichte. Eieiei. Hätte ich mich vielleicht etwas besser darauf vorbereiten sollen, auf diesen Angriff. Aber kann man nichts machen. Die Magier hinterher, die PKs gehen schon ganz gut durch die Base, durch die Mauer. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir ja einen Stern, aber ich bezweifle es eigentlich, weil wie gesagt, ohne Clanburg, ohne andere Sachen. Nee, das, also, das wird nicht mal ein Stern werden. Hier außen noch ein paar Prozente wegholen. Alter, meine Base, die geht da ganz schön ab und def. Kranke Sachen, King noch zünden, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, es wird peinlich. Das wird peinlich, aber wie gesagt, es soll nur ein Showangriff sein, wo ich euch einfach mal heute gezeigt habe, wie das so funktioniert mit den Freundschaftsspielen und wie ihr es eben auch selber machen könnt. Es gibt direkt über Facebook schon direkte Turniere, wo man in Clans beitreten kann, die einfach Turniere machen, wo man privat
Leute in einem Clan angreifen kann. Also richtig geil. Was da für Möglichkeiten entstanden sind seit dem letzten Update, das ist schon krass, muss man wirklich sagen. Das ist eine richtig feine Sache geworden von Supercell. Da hat Supercell richtig was Feines gemacht. Hätten sie eigentlich schon viel eher bringen können, muss ich sagen. Warum sie das jetzt erst ins Spiel eingebracht haben, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es ist eine wirklich richtig gute Neuerung. Und ja, ich würde sagen, der Angriff ist zu Ende. Bob hat mit 23% komplett versorgt. War eigentlich vorher schon klar, die Truppen waren sinnlos. Ich wollte es euch, wie gesagt, einfach nur mal zeigen, wie es so funktioniert. Ich habe was vergessen, ja. Und man kann sich jetzt eben auch die Clankriegs-Wiederholung hier anschauen. Wenn wir jetzt da draufklicken, dann können sich die anderen Teammates, die den Kampf eben nicht live gesehen haben, jetzt den Clan, den Angriff, den Freundschaftsangriff, dann hier in der Wiederholung nochmal anschauen. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's erstmal zu dem Thema Freundschaftsangriff. Ich will euch noch ganz kurz zeigen, damit jetzt Bob die Truppen wirklich noch hat, alle, die er angenommen, der genommen hat zum Angreifen. Und zwar gehen wir ihn ganz kurz nochmal besuchen. Und ihr seht's, die Armeelager sind immer noch rammelvoll. Der Held lebt auch noch. Alle Tränke, wo haben wir die Zauberspruchfabrik denn am Start? Wo ist sie denn? Ach Leute, wo ist denn die? Ach, hier oben ist sie. Zack, hier. So, noch alle drei Heiltränke am Start. Ihr seht, es sind wirklich alle Truppen, die man eingesetzt hat. Alle Tränke hat man danach gleich wiederbekommen. Also wirklich, es ist einfach perfekt. Perfekt zum Üben von Angriffen bzw. von gewissen Base-Layouts. Wo man Schwierigkeiten hat oder so, die man schlecht angreifen kann, die zu üben. Also es ist wirklich eine perfekte Sache von Supercell, die Supercell da ins Spiel eingebracht hat, muss ich sagen. Eine wunderschöne Top-Neuerung. Und ja, ich würde sagen, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den Freundschaftsangriffen haltet. Ob ihr denkt vielleicht, dass es auch ein bisschen missbraucht wird oder so, was natürlich die Möglichkeit auch besteht, dass es natürlich ausgenutzt wird von gewissen Spielern oder so, keine Ahnung. Aber das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Kirschen.